Willkommen zurück zu Plants vs. Zombies. Bin gerade fertig geworden. In diesem Moment. Und jetzt. Nee, ach, ich bin gerade. So. 10.000 haben wir. Ja, ich. Ja, ich weiß schon. Ist mir schon klar. Und wir kaufen jetzt die hier. Ich bin gespannt, wie die sind. Überleben. Nacht. Wow. Das wird jetzt spannend. Das wird jetzt richtig spannend. Okay, das. Ich glaube, am Anfang brauchen wir so bestimmte Sachen einfach noch nicht. Das hier, das nicht. Das hier. Das hier, das hier. Okay, ich höre auf. Ach ja, wir halten ja nach, ne? Vielleicht arbeiten wir ja mehr mit Pilzen. Ja, aber auch irgendwie blöd. Vielleicht arbeiten wir erstmal mit denen hier. Brabfresser. Ja, wenn Gräber sind, sind wir ein bisschen gearscht, ne? Obwohl der wäre schon gut. Brabfresser. Okay. Warte kurz. Muss kurz noch Timer einstellen. Müssen wir uns merken, irgendwie. Okay. Starten. So. Okay, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Fürs Erste. Ja, Gräber natürlich da. Das dachte ich mir fast, deswegen habe ich es auch so gemacht. Ui, ich weiß gerade nicht wirklich. Ich will hier wieder so eine Reihe, dann hier so eine Reihe. Wir machen einfach die alte Taktik. Würde ich sagen. Ich glaube, es lohnt sich schon, diese Taktik. Dann habe ich den hier zwar falsch platziert, aber ich glaube, das macht jetzt nicht den Weltuntergang. Machen wir halt so und dann können wir ihn später wegtun. Aber vielleicht bauen wir es echt derweil so auf. Mal schauen. Okay, er kommt da. So. Natürlich haben wir hier jetzt kein Wasserlevel, deswegen können wir die einen Dinger da gar nicht benutzen. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade für den Anfang eh noch nicht so wichtig, dass wir die jetzt gleich benutzen und austesten. Das können wir ein anderes Mal noch machen. Wir haben ja echt wirklich Zeit im LP. Da ich einfach kaum andere LPs habe, gerade zur Zeit. Ich wollte zwar aber, ja, Geld hätte ich ja. Dann könnten wir ein Spiel kaufen. Aber ich glaube, das Minecraft könnten wir noch machen. Aber ich habe eigentlich so ein Projekt. Ich habe ein Projekt, ja. Also halt mit ein paar Kumpels. Und das könnte theoretisch noch werden, aber ist noch nicht so klar, weil ich einen Kumpel erst gefragt habe. Der noch nicht so berühmt auf YouTube ist, aber trotzdem Kumpel. Und das ist ja auch keine Voraussetzung. Und ja, den hätte ich halt gefragt, aber er hat mir noch nicht geantwortet. Und da man auch nicht ewig Zeit hat, bei dem sich zu melden, ist das auch ein bisschen blöd, wenn er jetzt nicht antwortet. Aber mal sehen, vielleicht gibt es ja bald so ein Projekt. Ich bin ja eher für Frieden beim PvP. Also, ich werde wahrscheinlich möglichst versuchen, Frieden zu schließen, falls irgendwie so ein PvP-Projekt wäre. Aber andererseits könnte es auch mal lustig sein, andersrum. Naja. Das sehen wir dann schon, wenn das Projekt kommt. Oder falls es überhaupt kommt. Bei mir ist noch nicht ganz sicher. Aber ich würde es schon gern machen. Ich esse jetzt ein Grab. Zum Glück kommen gerade noch nicht so schlimme Zombies. Vielleicht essen wir erstmal alle Gräber weg. Warte, wir hatten hier dann eine Reihe, dann hier eine Reihe und dann waren hier so. Dann wäre hier jetzt das hier angesagt. Dann setzen wir hier noch eine Sonnenblume. Die sollte hier dann eigentlich auch hin. Derweil mache ich jetzt noch so, ne? Weil das ist mir ein bisschen.
riskant. Ansonsten werden wir noch umändern. Vielleicht sind die aber auch gar nicht so effizient. Vielleicht sollten wir dann wirklich gleich so richtig durchstarten. Wäre auch eine Option natürlich. Und wäre vielleicht auch sinnvoll. Denn diese Pilze machen ja nicht ganz so viel Damage wie die Erbsenkanonen. Dann haben wir die halt jetzt derweil umsonst dabei. Aber wir können hier dann die Erbsenkanonen gleich mal pflanzen, wenn wir dann die nächste Runde beginnen. Würde ich vorschlagen. Schlafe nur, ha. Jetzt nicht mehr. Oh oh, achso. Passt schon. Dachte gerade, der kommt ein bisschen schnell. Eigentlich müssten wir jetzt schon irgendwie so bauen. Und hier vorne könnten wir auch Pilze platzieren. Die werden zwar weggegessen, aber sie sind ja gratis. Daher ist es eigentlich egal. Gratis ist gratis. Egal, ob sie weggefressen werden. Wie sich das anhört eigentlich. Oh, gratis ist gratis. Egal, ob sie weggefressen werden, ja. Irgendwie hört sich das falsch an. Ach, komm. Native. Nein. Da hat doch noch nicht... Fick dich. Hipster Zombie in the way. Hipster Zombie in the Tod. Hipster Zombie Death. Das finde ich jetzt blöd. Der hat einfach den Grabfresser weggemacht. Typisch. Immer das gleiche mit den Zombies. So geht das nicht. Echt, ey. Zombies sind so unfair. Okay. Wir hätten hier noch sowas im Angebot. Okay, Grabfresser merke ich mir. Werde ich unbedingt mitnehmen nochmal. In der zweiten Runde. Da kommen noch mehr Zombies, aber nicht jetzt. Mist! Ich wollte es gerade noch pflanzen. So, für dieses Jahr, ja. Das hier, unbedingt jetzt. Vor allem jetzt kommen schon Eimer und so. Da ist es schon ratsam dann. Dann kommen jetzt die ins Spiel, die hier. Vielleicht noch, weiß ich glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht. Jetzt dabei glaube ich noch nicht. Die hier auf jeden Fall trotzdem weiterhin. Und das hier, nein, das hier. Obwohl, wäre das hier sinnvoller? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich hoffe, ich habe nichts besonders Gutes vergessen oder so. Kennt ihr mich ja? So, dann machen wir hier jetzt ab diese hier. So, da kommen sie. Die Lieben. Ich glaube, die schießen von dieser Entfernung auch gar nicht. Deshalb kann ich sie auch gleich weg schon mal wegmachen. Und dann darauf warten, bis sie jetzt hier so geben. Okay, ich will hier... Also bei Nacht ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da kannst du ja nicht gleich so richtig Ausrüstung und OP-Zeug machen. Ich warte, bis er den hier weggefressen hat. Und dann platziere ich das hier. Weil ich so finde ich es besser. Einfach. Ende. So, dann das hier. Hier bekommst du zum Essen, dass du nicht immer das andere anknabbern musst. Ist ja auch dann irgendwann mal langweilig, ne? Wenn du das immer dasselbe anknabbern musst, ne? Kann ich schon verstehen als Zombie so. Zombie-Leben ist bestimmt voll lahm. Obwohl, naja, gut. Je nachdem. Wenn du gegen mich kämpfst, schon. Dann kannst du ja nicht viel machen, ne? Da verkackst du dann immer. Aber ich glaube, mit dem Zombinator-Teiler, glaube ich, kannst du nicht so wirklich bayerischen Zombie machen. Schätze ich mal. Weiß ja auch nicht, wie sich den jeder vorstellt. Für mit Lederhose oder so Zeug, das... Gibt ja auch Leute im Ausland und so. Ich meine, dass wir wirklich jeden Tag mit so einer Lederhose rumrennen. Ich hoffe, keiner von euch glaubt das. Denn das bisschen
Zum Beispiel, ich hasse sowas sogar. Ich hasse Bi. Habe ich keinen Bock drauf, dass ich mir jetzt sowas anziehen würde. Zum Beispiel, da käme ich nie auf die Idee. Und dennoch denken das aber viele. Also, falls euch jemand dann mal fragt, nein, wir tragen das nicht jeden Tag, zum Beispiel. Das ist nämlich nur ein Mythos, glaube ich, einfach. Ja, was heißt glauben, ist so. Es gibt zwar Leute, die tragen das, aber ich persönlich hasse die sogar. Das ist meine Meinung dazu, nur so. Okay, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen für Verteidigung gesorgt. Dann machen wir jetzt die hier und schützen die aber auch gleich. Natürlich darf ich die Verteidigung hier auch nicht vergessen, das ist schon klar. Die werde ich auch nicht so einfach vergessen. Aber die hier laden sich ja ziemlich parallel dazu auf, ne? Also halt gegenseitig. Eigentlich schon irgendwie. Ich warte, bis er das hier obwohl. Ja doch. Warte ich dann. Was? Hier ein Grab? Willst du mich verarschen? Na toll, wieso mache ich das auch immer dahin? Der verarscht mich immer. Das hat bestimmt jetzt übel viel gekostet gerade. So, der Timer sagt, ich soll aufhören nach dieser Runde. Okay, machen wir dann natürlich. Was der Timer sagt, gilt ja. Viele hassen ja den Timer. Ach ja, das macht schon Spaß, ja. Aber ihr kommt hier nicht durch, yay. Okay. Jetzt muss ich nur noch... Oh, schnell. Okay. Ach, Mann. Oh mein Gott. Vor allem das Geräusch wahrscheinlich gerade. Okay. Mal sehen, was brauchen wir denn alles? Duplinator jetzt. Dann, bald, demnächst. Das hier nicht. Ich frage mich auch, woher die Banshees kommen, wenn sie auf dem Dach kommen. Ich würde ja noch vor... Ich könnte mir ja noch vorstellen, im Garten, dass sie vom Dach runterspringen. Aber, da... Oder kommt die mit einem Helikopter angeflogen? Kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen. So. Aber wer weiß so? Vielleicht. Irgendwie lol. Okay. Auf die was? Auf die Plätze fertig pflanzen, wollte ich gerade sagen, aber egal. Auf die kann ich gut sprechen. Okay, jetzt können wir schon upgraden. Langsam. Ganz langsam, aber nur. Was ich mies finde, dass die Gräber einfach die Pflanzen wegdrücken. Ja, und wer ist das denn? Das geht doch nicht. Mann. Ich muss wieder ein bisschen nach rechts, weil mein Mauspad schon Ende hat. Ich weiß auch nicht, wie ich das anstelle. So, Doppelshooter. Ah, cool, wir können das hier nehmen. Jetzt bräuchten wir nur noch den Kürbis. Alter. Ach, da haben wir ihn schon. Ja, da kannst du ja richtig Geld einbringen eigentlich, ne? Und so. Verstehst du schon, was ich meine. So, dann hier noch sowas. Och, danke für den goldenen. Finde ich sehr sozial. Okay, dann mal gucken. Oh Gott. Ja, der kann natürlich über den einen drüber springen, was mir aber nicht viel ausmacht. Ich sollte jetzt auch eigentlich auf diese Doppelschieße upgraden, weil die einfach viel besser sind. Und jetzt, wo immer mehr böse Zombies kommen und so. Irgendwie, ich glaube, der versucht nebenbei zu lesen. Wieso greifst du dann überhaupt an, wenn du eigentlich nur lesen willst? Ich verstehe diese Zombies nicht. Vor allem, was hast du für Haare? Guck dich doch an. Wie siehst du denn aus? Ich will doch keine Ahnung gucken.
Das war jetzt gemein. Jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen sauer geworden. Da sollte ich schnell eine Walnuss platzieren. Oh oh. Kaputt. Ende. Nix da mehr. Oh oh. Die dringt zu weit vor. Ich glaube, das ist immer so eine Sache mit diesen hier. Die können sie natürlich auch. Die bringen halt Geld, aber auch nicht so toll eigentlich. Auch wieder, ne? Die haben halt auch einen Nachteil. Aber ich glaube, die kommen trotzdem nicht so weit. Oh Gott, die kommen sehr weit. Es mangelt gerade ziemlich einfach an den Sonnen. Das ist das Problem. Vor allem im Nachts jetzt auch noch. Wie willst du das jetzt schaffen? Nachts ist ja noch schlimmer. So, jetzt hast du den schönen großen da. Kannst du dich jetzt lange von ernähren? Oh Gott, das ist so schlimm gerade. Ich sollte eigentlich viel mehr auf die Verteidigung gehen und nicht auf das Geld. Ich spreng dir jetzt alles an weg, ey. Okay, alle Sand zwar nicht, aber egal. Ziemlich viele. Okay, zumindest. Und die Musik endet schon eiskalt. Wir haben doch noch nicht. Ist ja noch nicht ganz vorbei. Okay, jetzt zumindest. Ich glaube, der Timer war schon vorbei, ne? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich beende auch übrigens die Aufnahme. Obwohl, nee, kann ich gar nicht. Ich muss noch fertig machen.